Heute geht es bei uns um Musik. Um Musik im Netz. Der Griff zur CD wird schließlich immer seltener. Das Web 2.0 hat die Musikbranche, sprich die Musiker, Plattenverlage und auch uns Konsumenten enorm verändert. Unsere Themen. Vernetztes Musizieren. Musiker aus aller Welt komponieren gemeinsam im Netz. Konzert zum Mitnehmen. Peter Maffay erst auf der Bühne und dann auf USB-Stick. Und ein Klick, ein Titel. Musik im Internet kaufen und das ohne Kopierschutz. Ja, bei einigen Fans wird mit dem kleinen USB-Stick das eigene Zuhause zum Konzertsaal. Und bei einigen Musikern wird die Wohnung zum Proberaum. Denn für die Profis reicht es oftmals aus, sich virtuell zu treffen. Im Netz wird gemeinsam komponiert und an den Stücken gefeilt. Das geht schneller und spart vor allem jede Menge Reisekosten. Denn es ist völlig egal, ob man in einer Metropole wie New York oder eher in der deutschen Provinz Musik macht. Wir sind in Aschaffenburg, in Unterfranken. Hier hat Christian Englert ein Tonstudio. Er macht Musik für Film- und Computerprojekte. Christian arbeitet mit Logic Pro. Außerdem nutzt er den Online-Dienst MobileMe. Damit werden Daten auf einem Online-Server gespeichert, um mobile und stationäre Geräte zu synchronisieren. Ein weiteres nützliches Tool ist die iDisk, eine Online-Festplatte. Christian kann hier seine Projekte speichern und sie dann überall auf der Welt bearbeiten. Er kann seine Projekte aber auch in einem öffentlichen Ordner ablegen. Dann können auch andere Benutzer darauf zugreifen, an seiner Komposition mitarbeiten und so weltweit mit ihm musizieren. Gerade für kleinere Studios, für mich bedeutet das, dass ich nicht besonders viel Geld in die Hand nehmen muss. Ich muss keine Spezialisten heute mehr einfliegen lassen. Ich kann mich mit jedem zusammensetzen, egal ob der in Kanada sitzt oder in Hamburg oder sonst wo, und kann mir die quasi über eine Internet-Session zu mir ins Studio holen. Noch direkter ist der Datenaustausch via iChat. Ein Beispiel. Von Aschaffenburg geht es nach New York. Hier hält sich gerade Robert auf. Robert ist Profimusiker, er kennt sich mit Logic aus und auch mit Basslinien in Musikstücken. Christian und Robert chatten. Hi Robert, der Christian hier, grüß dich. Über den Chat kann Christian auch Daten verschicken. Okay. Christian sendet von Aschaffenburg aus die Projektdatei. Robert lädt sie in New York runter und schon ist er am Start. Nun kann Robert die Daten in sein Logic importieren, Spuren anhören, sie verändern und danach wieder über denselben Weg nach Aschaffenburg zurücksenden. Christian kann aber auch ein MIDI-Netzwerk aufbauen. Dann können Töne, die Robert in Amerika anschlägt, im Studio in Deutschland generiert werden. Da ist noch etwas Zeitverzögerung dabei, aber es ist ja auch ein langer Weg. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal einen anderen Sound, einen kleinen Moment. Probier's mal damit. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Druck. Okay. Das klingt zwar schwer nach Zukunftsmusik, ist aber schon heute möglich. Und bald wird noch viel mehr machbar sein. Das. Danke dir für deine Hilfe. Kein Thema, bis dann. Bis dann, tschüss. Die Bandbreiten werden in absehbarer Zeit noch wesentlich schneller sein und dann wird es wirklich möglich sein, live zusammenzuspielen. Das heißt, mehrere Instrumente, egal ob akustisch oder elektronisch, werden dann live zusammengeschaltet und dadurch werden dann, wie eine Band auf der Bühne steht, auch die Möglichkeiten bestehen, im Studio auf der ganzen Welt verteilt zusammen Musik zu machen. Doch es gibt auch ein paar Nachteile. Eingefleischte Musiker können vorwerfen, dass das kreative Miteinander fehlt, die Inspiration. Denn jeder arbeitet für sich vor dem Rechner. Außerdem, die technischen Voraussetzungen sind enorm und wer die nicht mitbringt, der bleibt außen vor, ganz egal wie kreativ er ist. Dass die Globalisierung auch vor der Musikbranche nicht Halt macht, kann man gut oder schlecht finden. Fest steht aber auch, Musik wird dadurch zumindest abwechslungsreicher, eben internationaler. Internationaler klingt doch gut, auch wenn unser verklärtes Bild von einer Jam-Session von coolen Musikern in einem verrauchten Keller etwas revidiert wird.